Hallo, ich zeige dir jetzt unseren VW-Bus, den wir selbst ausgebaut haben und in dem wir aktuell reisen und leben. Also, wir haben uns dazu entschieden, dass unsere Küche fest verbaut hinter dem Fahrerbereich ist, über die ganze Länge. Wir haben dann zusätzlich noch einen kleinen aufklappbaren Tisch, der sich super als Bar nutzen lässt, aber auch gut zum Trocknen vom Geschirr. Wir haben ein Waschbecken, das nicht fest verbaut ist, sondern das man hinausnehmen kann. Da haben wir vom ersten Bus gelernt. Und wir haben uns diesmal entschieden, einen Haushaltswasserhahn zu verbauen und keinen Campinghahn. Das hat mehrere Gründe. Es lässt sich besser putzen hier herum. Wir finden den mega schön. Der lässt sich drehen und das Wasser lässt sich einfach viel besser regulieren als bei dem alten. Dafür haben wir eine Druckwasserpumpe verbaut und unser ganzes Wassersystem befindet sich hier unten. Hier haben wir einen kleinen Schalter verbaut, sodass wir das Wasser einschalten können. Da befindet sich unser Schnellwechselsystem, mit dem wir die Wasserkanister gut ausleeren und befüllen können. Wir haben 19 Liter Frischwasser und 19 Liter Abwasser. Warum ich jetzt ein anderes T-Shirt anhabe, das seht ihr dann im Abspann. Aber lasst uns weitermachen, wir kommen zur Dusche. Wir haben so eine kleine mobile Dusche, die sich hier ganz einfach rausnehmen lässt. Und okay, machen wir weiter mit der Kochgelegenheit. Wir haben einen zweiflammigen Kocher mit Zündsicherung und haben hier einfach mit Kugelschnappern gearbeitet. Der Kocher ist ganz simpel und wir arbeiten mit, also wir kochen auf Gas, mit Gaskartuschen. Die haben wir hier unten. Unter dem Gas befindet sich eine Schublade, in der wir allerlei Sachen drinnen haben. Und darunter ist der Ausgang von unserer Standheizung. Daneben befinden sich noch zwei Schubladen, in der allerlei Dinge zum Kochen sind. Gewürze, Besteck, Geschirrtücher, aber auch unsere Töpfe, unsere Pfanne. Und wir haben diesmal für die Schubladen Taschenlochbohrer verwendet, die wir von Herzen sehr empfehlen können. Darunter haben wir noch ein ganz besonderes Versteck und zwar haben wir hier nämlich unseren Safe. Der Safe ist mit dem Unterboden verschraubt und wir haben hier Platz für Kamera, zwei Laptops, eine Drohne und fühlen uns dadurch einfach viel sicherer während dem Reisen mit dem Bus. Hier in der Ecke ist unser Kühlschrank. Wir haben den 19 Liter von Dometic, die Kühlbox, Kompressor-Kühlbox. Und das reicht für uns eigentlich vollkommen aus. Und für noch mehr Storage haben wir auch hier nochmal einen Toplader und unsere restlichen Essensutensilien hier herinnen. Genau. Und dann haben wir unsere Elektrik unter der Kühlbox. Und genauer gesagt haben wir da einen herausnehmbaren Boden, also so eine Art Toploader-Boden, den man hinausnehmen kann und der führt zur Batterie. Und unter dem Fahrersitz befindet sich der Wechselrichter, der Laderegler und das Ladegerät für den Außenstrom. Das Bedienpult für unsere Elektrik haben wir hier in der Mitte. Das ist einfach super zentral. Ich habe heute zum Beispiel auch den Laptop oben im Aufstelldach geladen. Wir haben die 230 Volt hier verbaut. Hier ist das Licht. Da haben wir die USB-Steckdose. Hier haben wir den Strom hier.
Und der Schalter ist noch frei für zusätzliche Sachen. Und das ist das Bedienpanel der Standheizung, die unter dem Auto verbaut ist. Wir haben außerdem zwei Fenster nachgerüstet in unserem T5. Das war nämlich ein Transporter, der nur hinten an der Heckklappe bereits ein Fenster hatte. Wir haben uns entschieden, hier ein Fenster einzubauen und auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben uns hier für das Carbest-Fenster entschieden, das man einfach mit Schieben öffnen kann. Und haben sehr lange herumgerätselt wegen dem Vorhangsystem und uns schließlich entschieden, einfach mit einer Stange und kleinen Gardinenhängern zu arbeiten. Super simpel. Beim zweiten Fenster haben wir uns für gar keine Öffnung entschieden, aber dafür, dass der Vorhang auch unten in die Schiene einführt, sodass er außen nicht an der Wand streift. Auch für die Schiebetür haben wir uns Stauraum überlegt, und zwar haben wir in die Wand einfach Löcher hineingesägt, wo hinten nämlich noch Platz ist an der Außenwand. Und das verwenden wir für Haubenschals, aber auch kleine Sachen von Charlie. Eines meiner Lieblingsfeature ist, obwohl wir so einen kleinen Bus haben, haben wir eine Toilette. Und zwar hier unten haben wir das Mini-Loo von Kildwick, das man einfach hier herausziehen kann. Und tada! Eine Trenntoilette. Okay, kommen wir zum Bett. Wir haben uns entschieden, einen Durchgang auf der linken Seite zu haben und eine Art Couch mit drei ausziehbaren Modulen in unserem Camper zu haben. Das letzte Modul ist momentan einfach fix bei uns draußen, weil wir den Stauraum gerade benötigen. Und das funktioniert einfach so. Die Kissen sind etwas größer geschnitten und in zwei Hälften unterteilt, damit sie hier schön als Rückenlehne dienen. Größer geschnitten sind sie, damit man sie ein bisschen hineinpressen kann. Was wir nämlich oft gefragt werden, ist, ob man dann den Spalt zwischen den einzelnen Kissen beim Schlafen spürt. Und ich schlafe auf der Seite und kann sagen, nein, man spürt ihn definitiv nicht. Okay, jetzt fragt ihr euch sicher bestimmt, wofür wir den ganzen Stauraum unter dem Bett benötigen und warum wir so viel Stauraum haben. Wir haben diesen Bus komplett um unsere Surfboards konzipiert, und unter diesem Element befinden sich drei Shortboards. Das zeige ich euch dann später in der Garage. Den Stauraum über den Radkästen haben wir uns entschieden, als Toplader ebenfalls zu nutzen. Und zwar haben wir in den hinteren zwei, das sind drei Bereiche, in den hinteren Zweien haben wir unsere Bettwäsche, das Leintuch und unseren Tisch für draußen. Und im vorderen haben wir Futter für Charlie, Toilettenpapier und allerlei Kram. Weiter geht's mit unserem Seitenschrank auf der Seite. Wir haben hier ein kleines Obstnetz, das ich selber gemacht habe. Kleiderhaken für die Jacken, das finde ich super praktisch, und für meine Tasche. Und ich gehe jetzt einfach jedes Abteil für euch durch. Hier heroben ist unser Badezimmer. Darunter befindet sich unser Mülleimer. Und ein paar Sachen für Charlie. Plus mit einem Topladerdeckel noch mehr Charlie-Sachen. Futter, Spielzeug, Leckerlis, alles, was man so für den Hund benötigt. Auch auf der Seite haben wir wieder versucht, den Platz über den Radkästen so ideal wie möglich zu nutzen. Deswegen ist auch der unterste Bereich des Schranks nicht von außen zugänglich, sondern nur durch Toploader. Hier hat jeder von uns ein Fach für Kleidung, und ein absoluter Lifehack meiner Meinung nach sind Packing Cubes, um die Klamotten gut zu verpacken. Darunter befindet sich wieder ein Toploader-Fach und mehr Stauraum für wärmere Klamotten, die wir seltener benutzen. Außerdem haben wir noch ein gemeinsames Klamottenfach hier, wo wir uns einfach zwei Abteile teilen. Zu guter Letzt unser Herzstück, der Tisch. Wir haben hier Kofferschnapper verwendet für oben, und der Tisch klappt dann einfach hier herunter auf. Und wir arbeiten hier zu zweit, aber auch alleine. Sonst arbeitet auch jemand gerne vorne. Und wir sind eigentlich ziemlich glücklich damit.
Okay, ich komme nach hinten zur Garage. Wir haben auf der Seite noch etwas Stauraum. Wir haben einfach einen Kleiderhaken hier angebracht und da sind die wichtigsten Utensilien zum Surfen drinnen: Sonnencreme, Wachs, Kamm. Und hier herinnen befinden sich unsere Decken und die zukünftigen Vorhänge für hinten. Genau. Dieses Mal haben wir sogar einen Spiegel und eine kleine Pflanze, die gerade gedeiht. Kommen wir nun zur Garage. Wie gesagt, wir haben aktuell das hintere Teil vom Bett immer ausgezogen, weil es einfach super praktisch ist. Darunter sind unsere Wetsuits, die Changing Towels, Kamerarucksack, normaler Rucksack, Tragetaschen und sowas. Und hier haben wir unsere Surfboards. Das sind drei Shortboards, zwei Shortboards eigentlich und ein Fisch. Und ein zusätzlicher Wasserkanister, falls wir mal länger autark stehen wollen. Vor allem mit dem Hund braucht man ein bisschen mehr Wasser nämlich. Außerdem haben wir hier noch einen Tisch zum Ausziehen, der sich auch für den Kocher ideal eignet. Also unser Kocher geht sich darauf aus und sonst auch gerne mal als Bar. Auch dieser ist mit einem Kofferschnapper gesichert, während der Fahrt nicht herausrutscht. Okay, dann zeige ich euch noch, wie man ohne Drehkonsole in den Aufstelldach hineinkommt. Ah ja, unsere kleine Maus schläft übrigens meistens in ihrem Kinderzimmer, das hier vorne ist. Wir haben das SCA 192er Dach für den T5 mit langem Radstand und außerdem mit der neuen Tellerfedernfunktion. Super bequem zum Schlafen und wir haben die Panoramafunktion, das heißt, es lässt sich das Dach komplett aufzippen und nach oben hin wegklappen. Okay, eine Sache habe ich noch vergessen, die zeige ich euch gleich nach unten. Okay, also wir haben hier noch ein paar Stauraumtäschchen und zwar ist es von der Firma Vantail. Wir haben da Schlafutensilien, Maske, Oropax, Taschenlampe, Box, Elektrosachen und Bücher. Und unter anderem auch unser eigenes Buch, das heißt Made to Camp und beschreibt den Do-it-yourself-Camper-Ausbau von diesem Bus, aber auch von unserem letzten, einem Citroen Jumper L2H2. Und gibt auch generelle Tipps und Tricks zum Do-it-yourself-Camper-Ausbau. Und wir haben auch einen Blog, der heißt mein-camperausbau.de, da gibt es auch einige Tipps und Tricks. Wir verlinken euch außerdem unten in den Shownotes noch eine komplette Produktliste mit allem, was wir im Bus verbaut haben, dekoriert haben oder was auch immer. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn du uns einen Kommentar da lässt und Feedback oder auch wenn du noch Fragen hast, einfach unten schreiben. Wir freuen uns. Tschüss!